Idyllisch am Strand liegen, die Sonne genießen und an nichts denken. Schon gar nicht an herumliegenden Müll. Das ist die Wunschvorstellung der Urlauber und sicher auch vieler Senftenberger an ihrem See. Doch wenn man genauer hinschaut, versteckt sich im frischen Grün einiges an Unrat. Das ist auch Sarah Metzdorf nicht entgangen. Aus diesem Grund hat sie in den sozialen Medien spontan zu einer Aufräumaktion aufgerufen. Ich mache das, weil ich der Meinung bin, dass man sich hier wohlfühlen sollte. Ne? Und dadurch, dass wir ja nun auch ein Erholungsgebiet sind, ist es vielleicht ganz wichtig. Ne? Also es gab viel positives Feedback und viele haben mich auch sofort angeschrieben, haben gesagt, Mensch, ich bin dabei. Es gab ein, zwei Absagen, aber dafür haben zwei andere Leute wieder zugesagt und haben gesagt, na Mensch, hier. Und ich war selber überrascht, hätte ich gar nicht gedacht, ne? Also, dass dann doch so viele kommen. Das notwendige Equipment für den Einsatz gab es vom Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg, der sichtlich erfreut ist über die ehrenamtliche Unterstützung. Wir haben uns natürlich sehr gefreut über die Initiative der Bürger aus Senftenberg, sind natürlich sehr froh, dass es mal eine Initiative gibt, wo die Bürgerinnen und Bürger sich da beteiligen wollen und die Strandbereiche sauber halten wollen. Für die Sauberkeit und Ordnung rund um den See ist der Zweckverband verantwortlich. Doch stößt dieser in Hochzeiten an seine Grenzen. Aktuell spielt auch die Pandemie gegen Ordnung und Sauberkeit. Wir machen das natürlich mit, ne? Es ist allerdings aufgrund des recht großen Müllaufkommens momentan, aufgrund von To-Go-Verpackungen und so weiter, ziemlich schwierig in allen Bereichen, dass man kommt einfach nicht hinterher mit dem Müllsammeln. Deswegen freuen wir uns gerade, dass es die Initiative gibt, dass Bürger das gemerkt haben und uns da unterstützen wollen. Doch nicht nur an Land, sondern auch im Wasser sammelt sich einiges an Unrat an. Umso erfreulicher, dass sich auf Sarah Metzdorfs Anfrage der Tauchsportverein Dino gemeldet hat. Sie übernahmen das Beräumen im Wasser. Wir versuchen halt unterirdisch aufzuräumen, hoffen, dass nicht allzu viel zu finden ist. Wäre natürlich schön, weil also wir sind drüben auf der Südseite beheimatet, unser Verein, und tauchen da regelmäßig und müssen sagen, in den letzten Jahren ist es da weitaus besser geworden. Also wir finden nur noch selten Müll da hinten. Wir gehen direkt vom Strand aus ins Wasser, richtig. Haben uns jeder jetzt ein paar Netze besorgt, weil ja mit den Beuteln das Unterwasser ein bisschen schwierig ist, da was rauszuholen. Und ja, schauen mal, was wir finden. Mit vollen Flaschen ging es also Richtung kühles Nass. Wie lange hält man das aus? Ja, die Anzieherei ist immer das Nervige am Tauchen, wenn man fertig ist. Der Untergrund, in dem gesucht wird, ist jedoch nicht der beste. Ist so ein komischer Schlickzeug. Und wenn man da mal mit dem Arm reingeht, halben Meter ist man drinne. Und darunter beginnt dann erst der Sand. Und ich weiß nicht, ob das, müssen Biologen entscheiden, ob das schon biologisch was ist oder nicht, oder nur Dreck. Okay, dann viel Erfolg. Danke. Ziemlich schnell tauchten die ersten Gegenstände auf. Nach erster Prognose gibt es wohl noch viel zu tun. Und auch an Land füllen sich die Eimer rasch. Zwei Glasflaschen komplett, über ganz viele Glasscherben, über Chipsdosen, Eisteedosen, also ganz viel Müll. Ich muss sagen, das ist eine gute Sache. Man hebt ja sonst auch schon viel Müll auf, was so auf den Straßen rumliegt, was so an großen Sachen ist. Und ich finde, es ist eine gute Sache. Wir sind gerne am See, wir haben hier einen tollen Ort und es ist schade, dass der so verdreckt eigentlich. Am Ende der Aktion sind es 11 20-Liter-Eimer voll mit Müll, die die knapp 20 freiwilligen Sammler entsorgen konnten. Von Organisationsseite spricht man bereits von einem Cleanup 2.0. Es liegt jedoch an uns allen, dass dies nicht zur Regelmäßigkeit werden muss.